Ich begrüße Sie zu unserem Karpfen aus dem Sundgau. Der Karpfen wird aus Moritzburg bezogen. Den bekommen wir über einen Fischhändler schon halbiert und das Ganze zwar längs halbiert. Der wird dann bei uns nur noch etwas gesäubert und hier werden die Schuppen entfernt, welche beim Spiegelkarpfen natürlich nicht ganz so viel sind. Für den Bierteig brauchen wir natürlich Schwarzbier, 100 Gramm Mehl, 2 Eier und Salz und Pfeffer. Das Mehl etwas Salz und Pfeffer. So, die Eier werden getrennt. Das Eigelb wird gleich zum Mehl dazugegeben, sowie das Bier. Wir brauchen dazu ein 8 Liter Bier bei 100 Gramm Mehl. Das schätze ich dann bei so einer kleinen Flasche immer ab. Jetzt wird das ordentlich verrührt. Auch darauf achten, dass das ganze Mehl und das alles ordentlich verrührt ist. Und das Eiweiß wird schaumig geschlagen und dann unter den Teig runtergehoben, sodass der Teig schön fluffig wird. So, der Eischnee ist fest und kann jetzt unter den Teig untergehoben werden. Somit wäre der Bierteig fertig. Bevor ich den Karpfen in den Teig lege, werde ich ihn noch etwas würzen mit Salz und Pfeffer. Ordentlich einreiben und dann mit der offenen Seite nach unten beginnen. Und den ganzen Karpfen richtig schön mit diesem Bierteig bedecken. Dann kommt er in die Friteuse. Wenn Sie zu Hause keine Friteuse haben, um diesen Karpfen zu auszubacken, würde ich Ihnen empfehlen, einen Bräter zu benutzen, den man für eine Gans nutzt. Er dürfte groß genug sein. Es sollten ungefähr 5 cm Öl drin sein, was erhitzt wird, wo Sie dann den Karpfen goldbraun ausbacken, dass er dann auch lecker serviert werden kann. So, jetzt haben wir den Karpfen goldbraun gebacken. Dazu reichen wir eine Mayonnaise, Marinade. Des Weiteren gibt es dazu einen elsässischen Kartoffelsalat. In diesem Kartoffelsalat kommen halt frische Kräuter, Kartoffeln ist klar. Eine Rinderbouillon kommt dort mit rein und Salz, Pfeffer, Essig und Öl. Und dazu unseren leckeren Karpfen. So, und das ist unser Karpfen. Guten Appetit. Oh, super, danke. Schön. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.